Hallöchen Leute, ich habe mir vorher noch gedacht, könnte ich nicht irgendwie ein super böses Suchen und Finden mit reinhauen, sodass ihr noch warten müsst, bis ihr das Phantomschwert in Action seht, aber naja, ich dachte mir, nein, das wäre zu fies, ihr wollt alle sehen, wie das Phantomschwert die alle ownt und deswegen machen wir in der Story weiter. Und wer ist hier? Es ist Lineberg, er ist mal von seinem Schiff weggegangen, Oh, was machst du denn hier? Oh, ihr seid's. Was? Ich will eben auch mal allein sein. Ich wusste zwar, dass ihr vorbeikommt, aber trotzdem. Du hast das Phantomschwert, ja, Manuel? Das heißt, du kannst zum Tempel gehen und es dieser fiesen Kreatur zeigen. Und ich nicht. Ja, genau. Die Zeit ist gekommen, Bellamo zu besiegen und Tetra zu retten. Hey, wir sind so weit gekommen. Wenn jemand ihn besiegen kann und lebend zurückkehren, dann du, Manuel. Schwöre, dass du Tetra heil wirst und stirb mir bloß nicht. Was redest du da? Manuel würde niemals so dumm sein und sich töten lassen. Er wird den Flux erledigen und schon bald wieder herkommen. Kümmere du dich um dein kostbares Schiff, wie du es immer tust. alles, was ich tun kann, ist mein Schiff zu steuern. Auf unserer gemeinsamen Reise habe ich erfahren, wie es ist, anderen zu helfen. Aber jetzt hängt alles allein von dir ab. Halt die Ohren steif! Ich bleibe hier und kümmere mich um mein Schiff. Was ist los? Warum das ernste Gesicht? Irgendwie deprimierend. Oh, stimmt ja. Ich wollte euch noch den Mittelfinger zeigen, weil ihr gesagt habt, ich bin deprimierend. Hey, Siela! Huch, was? Kümmere dich gut um Manuel. Pass gut auf ihn auf, ja? Natürlich, überlass es nur mir. Das war das erste Mal, dass er mich bei meinem Namen genannt hat. Er wird freundlich. Cool. Sollte er auch mal werden, das Spiel ist schließlich bald um. Sollte man meinen. Ah ja, da ist ja der eine Kerl. Und deswegen machen wir uns jetzt ganz langsam auf den... Stirb, Phantomschwert. Stirb durch die Macht des Phantomschwertes. Und du auch. Dusch. Und du auch, Dusch. Niemand kann das Phantomschwert besiegen. Übrigens, jetzt kann ich euch noch gleich was zeigen. Wenn das... Nein, das war nicht hier. Schade, schade. Na warte, ich glaube doch. Doch, es war hier. Es war hier. Yeah, kommt, sterbt jetzt ihr Ratten. Lappen. Ihr Lappen. Alles Lappen. Oh, das war nicht meine Absicht. Ich wollte euch das Dingens zeigen mit dem... Ich weiß, hier waren wir zwar schon, aber da geht es um was anderes bei mir. Und zwar, ich sagte doch, mit dem Hammer kann man jeden Gegner total einfach und ohne Mühen besiegen. Das geht so. Yeah, das ist nochmal geil, oder? Das wollte ich nur mal gezeigt haben, weil ich glaube kaum, dass uns noch irgendwann mal solche Dinge begegnen werden. Deswegen wollte ich das nochmal zeigen, bevor wir in den Tempel des Meereskönigs verschwinden. Da ist der Tempel der Entscheidungen. Wir müssen ihn noch einmal ganz durchmachen, Das ist natürlich scheiße. Aber natürlich werden wir auch hier wieder Nutzen machen unserer netten Abkürzungen. Die uns gratis ins sechste Stockwerk gehen lässt. Und natürlich werden wir uns sämtliche neuen Abkürzungen
Abkürzungen zunutze machen, die wir jetzt brauchen, obwohl sich da eigentlich nicht viel geändert hat seit dem letzten Mal, denn wir haben ja nur den Hammer dazu gekriegt, in Anführungszeichen nur. Oh, übrigens, da gäbe es eigentlich sogar so Schaufelteile. Ich meine natürlich Herzen. Yeah, yeah, und nochmal. Oder sind da nur Items? Wenn da nur Items sind, ist das scheiße. Ja, da sind Items, wer hat's gedacht. Und noch mehr Pfeile. Pfeile fehlen mir eh. Ich brauche mal einen Pfeilköcher. Übrigens, nach dem Tempel oder so, kommt auf jeden Fall mal ein Suchen und Finden. Weil dann kaufe ich mir ein paar Herzcontainer und so. Warte, wie viele Rubine habe ich eigentlich? 2500? Na, das reicht doch. Ups, und wenn wir das Spiel mal ganz durch haben, kommt der Tempel Speedrun. Und das, genau. Hier kann man sich doch jetzt so ranziehen. Ups. Ein roter Crystal. Puh, Glück gehabt. Ich muss jetzt überlegen, was ich machen muss und was nicht, weil das habe ich ja letztes Mal auch schon gefailt. Ich brauche die ganzen Kristalle nicht irgendwo hinzutun, weil wir ja schon die ganzen Abkürzungen haben. Ich habe keinen Schlüssel, um diese komische Tür da hinten aufzuschließen, also fail. Aber warte, wo ist die? Okay. Die ist hier. Das heißt, ich müsste jetzt warten, bis das Phantom da ist und so runtergehen. Yep. Und zwar möglichst um es herum. Mann, das hört mich ja doch. Tja, gefailt ist gefailt, aber ist ja egal. Ha, wo kriegt man hier einen kleinen Schlüssel? Ich muss doch irgendwo aufsperren, nicht wahr? Oh, ich, oder ist das, nein, das ist sicher nur so eine Schaltertür. Genau. Und zwar lege ich den jetzt hier ab und dann walten die Krabbelminen ihres Amtes, während wir in der Schutzzone stehen. So, einfach mal so. So, dass ganz nett diese Tür gleich mal aufgeht. Und wo? Oh. Da gab's noch was zu tun. Warten, bis das Phantom sich weiter bewegt. Na bitte. Und jetzt auch noch hier. Pupp. Und dann sind wir auch schon im letzten Stockwerk. Ging ja sehr schnell. Und alle Kristalle, die wir brauchen, sind, glaube ich, auch schon hier. Oh, wobei mir auffällt, ich hätte das jetzt zeigen können, aber na. Ah, ist doch egal. Wie viel Zeit haben wir? Maximum der Phantomsanduhr 21 Minuten. Also haben wir noch gar nicht so viel verbraucht. Ungefähr 30 Sekunden. Naja. Brauchen wir den Viereckskristall, damit die Flammen ausgehen, oder brauchen wir den Kreiskristall? Das ist hier die Frage. Nicht etwas sein oder nicht sein, sondern ob wir den Kreis oder den Viereckskristall brauchen. Ich weiß nicht, ich glaube, man braucht den Viereckskristall. Deswegen kann ich den schon einfach mal hochpacken. So. Klöpp, klöpp. Den lege ich mal einfach so hin und dann gehe ich hier. Und hol mir meine verdienten 30 Sekunden. Und dann zeige ich euch die Macht des Phantomschwertes. Oh, oder auch nicht. okay, ja, Entschuldigung, ich, ja, komm. Und, okay, jetzt. Das war natürlich ein schlechter. Und jetzt stirb! Das ist die Macht des Phantomschwertes.
Es kann nie jedes Phantom auf der Stelle umbringen. Aber nur, wenn man es von hinten ins Auge trifft. Von vorne sind sie weiterhin unbesiegbar. Tja. Okay, dann... schnell sein. So, und jetzt mal die hier reinlegen. Dann habe ich auch schon genug Zeit für weitere 30 Sekunden. Weil ich will die nur umbringen, wenn mir die Zeit auch wirklich was bringt. Also, na. Trage ich die jetzt mal hier rein. Und dann... schon hier rauf. Schön ablegen und dann den letzten Crystal holen. Ich habe noch eine Minute übrig, also... na. Da könnten wir die sogar was abziehen. Upp. Tja, da seid ihr ja. Und jetzt sterbt noch schnell, weil ich habe gerade keinen Bock, euch irgendwie zu killen. Nein, ja, da seid ihr. Plus 60 und... haha, das wird sogar gemeinsam angezeigt, cool. Und jetzt haben wir schon wieder... das war doch die Reihenfolge, oder? Vier Kreisdreieck. Yeah, oh. Mir fällt gerade auf, ich habe mir die Schatztruhe nicht geholt. Das sollte ich schon machen. Ist ja noch kein Speedrun, also... holen wir uns die allmächtige Schatzkiste. Wo ein Schiffsseltern ist, das wir vielleicht schon haben. Garantiert. Nein, doch nicht. Der Schiffsseil-Glockenanker. Okay, ich brauche exakt 7 bis 8 Sekunden, um von hier zur Schatztruhe zu kommen. Nett, das zu wissen. Und da bebt die Erde und versetzt uns mit dem Aufzug. Oh, hier ist sogar noch mal so ein Zeug. Lol. Ist sogar noch mal hier. Ups, das hättet ihr nicht sehen dürfen. Das war nämlich das Tab-Dingens, aber ist ja egal. Ihr habt nichts gesehen. Dann machen wir mal das hier. Denn mit den netten Krabbelminen können wir uns ja hier eine super Abkürzung verschaffen. Und bumm. Geht hier dieses schöne Dingens auf. Tja. Cool. Schnell hier rauf. Und hier können wir auch noch das mit dem umbringen, weil das ist ja in Wirklichkeit nicht wirklich... sehr schwierig, aber wir müssen natürlich warten, bis das Phantom wieder in der Schussweite ist. Denn sonst haben wir gefailt und zwar richtig arg. Und jetzt wirst du sterben. Nein, du wirst sterben. Na also. Boom. Oh, übrigens, da gibt es jetzt solche Hammerdinger. Wofür die wohl gut sind? Das werden wir bald herausfinden, denn ich werde sie jetzt natürlich ausprobieren. Aber erstmal Schlüssel! Mit dem Hammer kann man ja doch einiges schaffen. Naja, dann über dem Abgrund dusch. Eine Schatzkiste! Wie geil! Oh. Krabbelminen. Oh, brauchen wir die überhaupt? Naja, ich glaube nicht eigentlich. Reicht es ja, wenn wir hier so... uns ranziehen. Oh, nicht mit den Pfeilen, ich bin dumm. Sondern hier mit der Schatzkiste. Hä? What the? What? What the fuck? Ihr habt das mitgekriegt, oder? Ist irgendwie total getötet worden? Naja, durch irgendeine komische Sache. Gehst du auf? Ja. Dann werde ich dich jetzt töten. Mit meinem Phantomschwert! Und dann werde ich mir diesen Krug holen. Der 15 Sekunden hat. Nein, 30. Yeah, das ist geil. So, und dann schnell mal hier rüber. Das kostet jetzt natürlich auch wieder Zeit, weil ich natürlich das Zeug holen wollte, aber ist ja noch kein Speedrun. Außerdem muss ich eh die Schatzkiste holen.
Ich habe eine Schatzkiste, Schatzkarte erhalten. Eine Schatzkiste aus einer Schatzkiste wäre doch mal geil. So Matroschka ähnlich. So, und hier aufsperren. Ganz nett hier. Und auch hier ist die schöne, das schöne Stockwerkchen. Letztes Mal hat uns das ziemlich viele Schwierigkeiten bereitet, weil wir andauernd von dem Phantom erwischt wurden. Jetzt werde ich es mir zur Aufgabe machen, mal alles zu töten hier. Weil jetzt kann ich das ja. Dusch. Nein, du sollst herkommen. Dann kann ich dir so schön in den Backstabben. Danke sehr. Und du auch. Du auch. Du auch. Na bitte. Dann kommst du her und stirbst. Yeah, ich bin der feige Jäger im Hinterhalt, der in der Schutzzone alle gemächlich herlockt und tötet. Kaltblütiger Killer. Ich glaube, ich sollte die Phantomaugen auch noch töten, dann kriegt man nämlich auch eine Schatzkiste. Denke ich mal. Oh, das ist ja das, was da runter geht. Aber die sind so scheiße. Oh, übrigens. Ah ja, genau, das bringt sich ja gar nichts mehr, denn die Phantome sind ja weg. So, und jetzt stirb. Ha ha, ha ha, ha ha. Ich kann einfach herumstehen und warten, bis es euch zu viel wird. Denn es kommt kein Phantom, denn ich habe alle getötet. Und jetzt wieder reiben. Yeah, reiben. Anstößige Witze for the win. Und jetzt nochmal reiben. Yeah, und bumm. So, und dann gehen wir einfach mal herunter. Letztes Mal konnten wir hier nicht weiter. Es war zwar fast geschafft, aber wir hatten leider ein spezielles Item noch nicht. Den Hammer! Und damit können wir auch jetzt diese Schatzkiste holen, die wir kriegen, wenn wir auf diesen Schalter hier hauen. Super Sache, einfach eine super Sache. Und zwar machen wir das so. Ha, alles mit dem Hammer. Der Hammer regiert die Welt. Und jetzt kommst du hierher, ich kümmere mich mal nicht um das Phantomauge. Jetzt hätte ich die fast vergessen. Ich habe eine Schatzkarte erhalten. Und zwar hier. Übrigens, zu der Inselmarkierung müssen wir auch mal gehen. Da gibt es nämlich auch einen Herzcontainer zu kriegen. Allerdings verzweifle ich, dass ich den jemals kriegen werde. Weil ich zu schlecht bin. Und du stirbst. Ha 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 ha. Du hast deinen Frostkristall verloren. Bäh. Oh, und? Oh, okay. Ja, ich warte jetzt mal, bis es auftaucht und dann werde ich das Coole machen. Ja. Like a boss. Einfach mit dem Hammer gekillt. Mit dem Hammer kann man einfach alles töten. Außer Phantome. Aber die kann man verwirren. Die Phantome kann man nur mit dem Phantomschwert töten. Ah, das Phantom-Flammenschwert. Wir müssen mal die 20 Listgets auf dem sammeln. Dann sieht das Schwert so extrem geil aus mit den lodernden Flammen-Inferno des Todes. Jetzt können wir auch übrigens diesen speziellen Ausgang hier nutzen, der vorher von so einem komischen Teil versperrt wurde. Ist das nicht schön? Und da wir kein Phantom mehr haben, können wir in aller Ruhe hier alles machen. So, wir müssen natürlich die ganzen Phantome noch töten, weil ich schätze mal, dass dann eine Schatzkiste kommt. Und zwar, hier nehmen wir uns den Frostkristall. Das ist cool, eigentlich sollte man ja zuerst das blaue Phantom nehmen, aber dadurch, dass man jetzt die Abkürzung kennt, wirst du sterben. Das war nicht die Konsequenz, aber ist egal. Dadurch, dass man die Abkürzung kennt, macht man zuerst die blauen, das mit dem blauen Boden, also mit dem roten Sprinterphantom und dann das mit dem blauen Phantom und dem normalen Boden. Ist doch irgendwie lustig, oder? Wie man alles umkehrt. Aber so ist das mit Abkürzungen. Ich werde euch noch alle Abkürzungen in einem Part gesammelt zeigen, falls wer mal nicht aufgepasst hat, und zwar beim Temple Speedrun.
ihr wisst ja, der Speedrun geht nicht, wie schnell man in Echtzeit ist, sondern wie viel Tempelzeit man verbraucht, falls das einem nicht klar sein sollte. Phantomauge, soll ich das auch noch töten? Ist sicher lustig. Aber zuerst muss das richtige Phantom dran glauben. Der Force-Kristall des Triforce. Und blub. Na, komm her. Ich wage mich jetzt hier nicht raus. Na, du sollst schon hier. Na, danke sehr. Und Schatztruhe, danke sehr. Oh yeah, das war die coole Schatztruhe. Ich weiß schon, was da drin ist. Deswegen liebe ich diese Etage. Auch wenn es hier drei Phantome gibt, die komisch auftauchen und irgendwie diese Teile. By the way, jetzt können wir erstmal diese zwei Skull-Dinger hier auftauchen lassen. Sensenmann oder wie die, was auch immer die sind. Sensenmann mit Maske. Leider muss man auch ein bisschen Zeit vertun, damit die hierher kommen. So müssen die hierher kommen und zwar möglichst nah und möglichst nah und möglichst nah. Und jetzt zu mir her und jetzt stirbst du. Nein! Nicht mich töten! Du Hurensohn! Wie kannst du es wagen? Ich hasse dich. Okay, der hat mir 15 Sekunden abgezogen. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Naja. Geilster Rubin ever! Der große goldene Rubin, der ist 300 Rubine wert. Oh yeah, aha, ich bin so gut. Oh yeah. Man meint, dass man jetzt fertig wäre mit dem Tempel. Doch eine Sache verbleibt. Die mysteriöse Tür. Am Ende des Tempels. Die Tür wird sich öffnen, wenn du die Kraft besitzt, ein Phantom zu besiegen. Was wird jetzt wohl passieren? Und warum ist die Tempelzeit in dem Raum nicht angehalten worden? All diese Fragen werden hier und jetzt eine Antwort finden. Bei mir, The Legend of Zelda Phantom Hourglass im letzten Tempelgeschoss. Noch sieht alles sehr normal aus, aber... Sobald wir hier aus der rettenden Schutzzone gehen, wird sich das Grauen offenbaren. Reihenweise Phantome. Und der einzige Weg, weiterzukommen, ist, sie alle zu vernichten. Hey, Phantome! Sieht so aus, als bewachten sie die Tür! Okay, Manuel! Schnapp sie dir alle und geh durch diese Tür! Gotta catch 'em all! Gotta catch 'em all! Bucke, oh! Fail! Richtiger Riesenfail des Todes. Naja. Ich bin schlecht. Ich hätte den hier irgendwie nehmen sollen, aber ist egal. So, dann komm her. Nein! Ach komm! Sag bloß. So geht's auch. Ich wollte ja nur den Höhenunterschied erreichen. Und das funktioniert so echt prima. Na dann. Mann, das trifft mich ja. Unfair. Warte mal. Ich bin so gut. Aber der Krug ist leider nicht mehr da. Aber dafür der andere Krug. Yeah, oh yeah, aha, oh, das macht sogar die Phantome gar nicht neu. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann wohl hier. Schön. Schön, und was passiert jetzt? Haben wir es geschafft? Nein, natürlich nicht. Es kommen Spr-
Ritterphantome. 3 an der Zahl. Und das erste stirbt gleich. Nein, das... Ma, es sollte doch sterben. Deine Mutter. Hahaha. Fällst du wohl bei dem unsichtbaren Phantomschwert zum Opfer? Und andocken. Der Raum ist so klein, man hat keine Möglichkeit, sich vor dem Phantom zu verstecken. Das macht das so hardcore, wenn man nicht diesen komischen Krug hier hat. Und zwar stirbst du jetzt mit einer Wirbelattacke. Nein! Nein, nein, nein! Ich wollte keine Rolle machen, ich wollte eine Wirbelattacke machen. Boah, das war knapp, wenn der mich jetzt erwischt hätte. Und du stirbst. Eine neue Phantomwelle, wieder mal. Diesmal mit goldenen Hörner-Axt-Phantom. Die schnellsten, stärksten und grauslichsten Phantome aller Zeiten. Wow! Geh auf Tür! Ich als Gebieter des Phantomschwertes befehle es dir! Du hast es geschafft, Manuel! Wir können tiefer gehen! Ist der Tempel etwa noch nicht vorbei? Doch, das ist er. Der Tempel des Meereskönigs ist nicht unserer Klinge gewachsen gewesen. Wow, wer hätte gedacht, dass tief in diesem Tempel ein solcher Ort lauert. Der geilste Ort ever, weil die Fackeln und das ganze 3D ist einfach so cool animiert. Das Ziel ist wirklich nah. Also, warum stehen wir hier noch rum? Los, Manuel, lass uns Bellamou in einen Pokéball sperren. Ne, lass uns Bellamou schnappen. Und zwar gehen wir. Wir haben es geschafft und können jetzt hier über die Tür gehen. Es gibt kein Zurück mehr. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Oh nein, Manuel, die Brücke ist eingestürzt. Wir können nicht zurück. Bist du bereit? Aber auf keinen Fall hier. Ich hatte nicht. Sowas stand nicht in meinem Vertrag. Alter. Nun denn, du willst zurück zum Eingang und zunächst Vorbereitungen treffen? Vergiss nicht, du bist der Einzige, der Bellamou besiegen und Tetra retten kann. Und natürlich werden wir uns jetzt noch nicht zum Final Boss wagen. Sondern erst noch einige wichtige Sachen erledigen, so wie die Suchen und Finden. Denn ich brauche die Herzcontainer dringend für den Kampf. Denn, ja, Emulator und so. Ich habe noch nie gegen Bellamou auf dem Emulator gekämpft, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist. Da sind wir wieder, am ganz Anfang des Tempels, hier wo wir am Anfang die Phantomsanduhr erhalten haben. Und hier werden wir zurückkehren, nachdem wir unsere Quests erledigt haben. Dann wird dieser Ort die Austragungsstätte für einen der letzten Kämpfe. Bis zum nächsten Mal.